Warum schaust du mich so fasziniert an? Töten. Ratzfratz. Ich sage immer Ratzfratz. Pikachu, unser Pikachu ist ziemlich schwach, das müssen wir ändern. Am besten können wir, wir können im Mondberg ein bisschen trainieren. Denn dort gibt es Pokémon, die Pikachu leicht schlagen kann. Level 12. Nidoran, männlich. Hornattacke! Oh oh, und schon wieder hat Pikachu den Schwanz eingezogen. Eieiei. Confusion! Bleib immer nett! Und jetzt müssen wir auch noch Befehle erteilen! Okay, okay. Ich sehe es ein, wir brauchen Tränke. Pikachu, du bist echt scheiße. Danke. So, jetzt haben wir Geld, weil wir Rocco besiegt haben. Die Frage ist, wie viel? Oh, 2000 haben wir. Sehr schön. Kaufen wir uns mal 5 Stück. Zack. So, die müssen für dieses schwache Pikachu reichen, bis es stark ist. Ja, und wenn wir schon hier sind, heilen wir uns unser Pikachu auch gleich. Oh, ich muss mich strecken. Oh. Da. Ah ja, den haben wir noch nicht, genau. Ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Dialog auswendig gekonnt. Ein Habitag, ein neues Pokémon. Ein Flug-Normal-Pokémon. Ähnlich wie Taubsi, bis auf die Ausnahme, dass Habitag viel, wie soll ich sagen, viel mehr Flugattacken kann. Und sich nur einmal entwickelt. Boom, Ruckzuckieb. Was? War kein Level up? Pikachu, ich hasse dich. Pikachu, du warst doch da oben. Wie konntest du dann kämpfen? Pikachu war da ganz oben, gell? Wie konntest du dann hier kämpfen? Irgendwie unlogisch. Naja. Gut, hier ist noch einer. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen. Zwei hat er. Das geht ja noch. Darunter ein Raupi Level 11. Komm schon, Pikachu. Raupi wirst du doch klein kriegen, oder? Wenn nicht, dann schlage ich dich dafür. Also virtuell. Eieiei, Raupi setzt Pikachu schon ein bisschen zu. Level 13. Komm schon, Pikachu. Lern Donner mit Level 14. Nein, natürlich nicht. Pikachu lernt Donner mit Level 40. Und wieder ein EP. Dings da, kriegen wir leicht EP, weil das kann gar nicht angreifen. Du hast meine Pokémon besiegt.
Diese Göre hier hat ein Pummelluft. Das ist ziemlich stark und ich habe mal gegen die verloren. Deswegen umkreise ich sie erst einmal und wir gehen erst ins Pokécenter. Ein Habitak, das kennen wir ja von diesem Trainer. Hutzukieb. Tschüss. Und hüpf über die Bande drüber. Und was hast du zu sagen? Bist du ein Trainer? Boah. Ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azura City ist sehr beschwerlich. Von Azura City kann man gar nicht nach Misty herkommen. Das werdet ihr später schon verstehen. Route 3 zum Mondberg. Eieiei. Und ihr seht schon, das ist alles ziemlich gebirgig hier. Aua, ich bin über einen kleinen Stein gestolpert. Ein Stein-Pokémon. Eieiei. Und hier ist der Eingang. Und hier ist außerdem ein Pokésender zu unserem Glück. Finde ich gut. Also finde ich nett, dass von den Machern, dass sie hier ein Pokémon-Sender hingestellt haben. Weil sonst müsste man immer einen Umweg laufen. Haben sie sich die Entwickler schon was Nettes einfallen lassen? An meinem Gürtel hängen 6 Pokébälle. Man kann maximal 6 Pokémon mit sich führen. Team Pokémon. Quatsch. Team Pokémon, ist klar. Team Rocket terrorisiert die Einwohner von Azura City. Kein Tag vergeht ohne Meldungen über Team Rockets Schandtaten. Alle quatschen hier über Team Rocket. Hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Ich gebe dir ein exzellentes Carpador für läppische 500. Interessiert? Nein. Nein, ich wollte dir doch einen Gefallen tun. Weißt was? Ja. Rot erhält Carpador. Okay, dann schauen wir mal an, was wir so ein starkes Pokémon gekauft haben. Ah, Carpador. Alles klar, Carpador. Sehr schön. Schauen wir mal an, was das alles kann. Eine Attacke wie Platscher kannst du. Ah, was ist Platscher bloß? Scheint eine gute Attacke zu sein. Wenn das uns für 500 verkauft. Okay, schauen wir mal nach, was Platscher für eine Attacke ist. Hey, ein Sandern. Cool. So, Carpador, setz deine Platscher-Attacke ein. Es hat keine Wirkung. Was? Das heißt. Hä? Platscher? Hallo? Hä? Wir wurden soeben beschissen. Deswegen kauft euch dieses Carpador nicht. Außer ihr wollt es wirklich im Team haben, dann ja. Aber ich will es nicht im Team haben. Wird zwar zu Gyarados, aber ich will kein Gyarados in meinem Team haben. Deswegen nicht kaufen. Außer ihr wollt es im Team haben. Denn dieses Pokémon kann erst mit Level 15 angreifen. Und das heißt, ihr müsst es 10 Level trainieren, ohne dass es angreifen kann. Und das ist auch sehr lästig. Jemand das bezieht. Deswegen lagere ich es in die Box, weil das brauchen wir gar nicht. So, tschüss, du Niete. Ich wollte schon Loser sagen. Aber es wäre ein Ausdruck. Oder ist Loser ein Ausdruck? Ich weiß nicht. Gut. Dann. Ja gut, Pikachu ist wieder ganz unten. Wir haben noch eine Trainerin übersehen und die hitten wir jetzt. Die
Die hat ein Pummeluff, Level 14, kann Gesang. Und ich habe schon mal gegen ihr verloren. Huch, sollten das etwa Annäherungsversuche sein? Titten, nee, Spaß. So, jetzt sag mir, was dein Pummeluff kann. Es ist nicht so schwer. Mit Donnerwelle ist es. Ach, keine Ahnung. Ich bin kein guter Reimer. Oh, jetzt die Pfund viel ab. Pfund viel ab. Pfund viel, viel ab. Gut, viel Kapfu. Fess, Russenschlag ein. Ruckzucki wird blockiert. Ist nicht mehr blockiert. Fail. Paralysiert. Senken wir erstmal den Verteidigungswert von Pummeluff. Ja doch. So. Nein! Oh, das hatten wir schon im Pokécenter. Steh auf. Wach auf. Autsch. Pikachu. Haben wir einen Aufwecker? Nein, haben wir nicht. Wir haben nur einen läppischen Trank. Pikachu? Hallo? Schlafen kannst du später noch. Hallo? Pikachu? Hallo? Oh, man. Naja, was soll's? Scheiße. Ich wollte mit Ruckzuckieb angreifen. Doch jetzt ist sie blockiert. Wir können sie nicht einsetzen. Gut, dann eben Donnerschock. Ja, super. Ausgerechnet jetzt. Wenn Pummeluff down geht, ist die Attacke nicht mehr blockiert. Sehr schön, ey. Ja. Ruckzuckieb hätte Pummeluff gewonnen-hittet, weil es physisch ist und wir den Verteidigungswert gesenkt haben. Aber egal. Bleib mir fern! Titten! Nicht was. Die rote 4 liegt am Fuße des Mondberges. Stimmt, da ist auch noch ein Schild, das haben wir noch gar nicht gelesen. Ah, doch haben wir. Willkommen im Center. Wir heulen eine Scheiße und machen sie wieder fit. Danke, du Arsch. Deine Pokémon sind mal wieder fit, oh, und es quatscht mit dich wieder voll. Wegen dem ganzen Pokésender-Quatsche habe ich mindestens schon einen Tag meines Lebens verschwendet. So aus wie ich Pokémon spiele. Gut, und ich mache mal eine Pause und dann gehen wir in den Mondberg. Bis dann. Wir betreten jetzt den Mondberg. Alles ist rot. Blutrot, Blutrot. Und wir haben eine TM gefunden. Welche ist es? Das ist... Ich weiß, welche TM ist es. Es ist Aquaknarre. Es ist eine Wasserattacke, können wir aber allerdings Carpador nicht beibringen. Denn Carpador kann keine TMs erlernen. Einen Trank haben wir gefunden. Wer da? Wohin man überschaut? Nur zwielichtige Gestalten. Käfersammler möchte fighten. Pika! Pika Donnerschakua! Pika Donnerschakua! Konyo Downer! Level 14er! Kokuna! Möchte in den Kampf geschickt werden. Tschüss!
So, Kakuna ist paralysiert. Du hast mich eiskalt erwischt. Hier ist ein Schild. Vorsicht, Zubat ist ein Blutsauger. Hey Zubat, was ist Zubat? Was gibt's? Was gibt's? Meine Kumpels müssten gleich hier sein. Dann kommen wir zu dir und verprügeln dich. Und klauen dir deine drei Pokémon. Denn ich habe nur eins. Donnerwelle. Haben wir es wieder wie bei dem Pummelluft. Rutenschlag. 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 Autsch. Rotzockhieb. Pipi. Rutenschlag, ja. Nein, Rotzockhieb natürlich. Volltreffer und ist da trotzdem so wenig abgezogen. Oh mein Gott. Survive. Ja. Rot besiegt Göre. Ich hab verloren. Ja, das hast du. So, setzen wir mal einen Trank ein. Weil ich jetzt keine Lust habe, da die Höhle zu verlassen. Ja, was ist das? Ah, Zubat. Oh, Blutsauger. Vorsicht. So. Zubat ist vom Typ Gift und Flug. Das heißt, der Donnerschlag ist sehr effektiv. Dann gehen wir mal hier nach unten. Hier ist eine Leiter. Noch eins. Oh, Level 10. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, dass wir Pikachu super trainieren können. Oh, Superschall. Hätte unser Pokémon verwirrt, wenn es getroffen hätte. Was eine Verwirrung ist ein Statuseffekt, der allerdings nicht angezeigt wird. Und zwar ist bei einer Verwirrung eine Chance, dass Pikachu sich selber verletzt. Wer bist du denn? Du bist ganz schwarz angezogen. Zubat. Donnerschock. Das ist ein Schock für dein Leben, Zubat. Denn jetzt bist du zusätzlich noch paralysiert. Oh, es saugt Blut von unserem Pikachu. Uiuiui. Und die KP, was Zubat gelingt hat, werden Zubat zugeschrieben. Was bist du? Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Oh, oh, Team Rocket, das sind die, was überall berichtet wurde. Scheiße. Team Rocket möchte kämpfen. Sandern setzt da ein. Level 11. Uiuiui. Was? So wenig? Okay. Ich sehe es ein. Pikachu ist schwach. Wir müssen es wechseln, deswegen. Deswegen kommt unser stärkstes momentan, Smetbo. Schlafpuder. Sandern schläft und schläft fest. Confusion. It's I must love to go around. Think you see, this is the land of confusion. Und Pikachu erreicht Level 15 und lernt Doppelteam. Oi, oi, oi. Doppelteam senkt die Chance, dass es getroffen wird. Rutenschlag. Ah, welche vergesse ich denn? Ich weiß, es gibt viele Leute da draußen, die Donnerwelle mögen, aber ich persönlich mag Donnerwelle nicht. Deswegen, tschüss Donnerwelle. Okay, ratzfatz kann Pikachu besiegen. Double Team, setzen wir sie gleich mal ein. What the hell? Volltreffer.
Hehe. Jetzt gleich in Kombination mit einem Trank. Gut, dann nochmal Doppelteam. Ratsfraß senkt unsere Verteidigung, aber egal. Es kann uns nicht mehr so heftig treffen. Denn wir haben Doppelteam benutzt. Zubat. Hatte wahrscheinlich im Moonberg gefangen. So auf die Schnelle und zwei Level hochgetrainiert. Ich hab's vermasselt. So, du Irre, steck deine Peitsche weg. KP Plus. Das ist ein TM, ein Item, das die Statuswerte von unseren Pokémon verbessert. Moment, wo ist Start bei mir? Alter. Ich geb's gleich mal ein Pokémon. Und zwar hat Pikachu sehr wenig KP. Das heißt, wir setzen KP Plus an. Achtet mal auf die KP. Sie werden erhöht. 38 hat es momentan und jetzt hat es 39. Das heißt, man kann so die Pokémon quasi upgraden. Nicht wahr? Yay! Okay, diesen Abschnitt hätten wir erforscht. Gehen wir mal nach Süden. Oh, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ich gehe mal nach links. Hey, schleich dich nicht so herum. Streber. Eine neue Trainerart. Mal wieder. Magnetilo. Was ist das? Es ist ein Elektro-Pokémon. Ab der zweiten Generation ist es ein Elektro-Stahl-Pokémon, aber hier gibt es den Stahltyp nicht, das heißt, es ist nur ein Elektro. So. Wir hätten auch Pikachu benutzen können, aber das hätten mir viel zu lang gedauert, den Ruckzuck-Creep, das hätten wir zu viel abgezogen. Vermute ich. Voltoball. Ach, lass uns Meppo draußen. Das war früher eins meiner Lieblings-Pokémon, wo ich noch klein war. Voltoball. Das ist Pokémon Nummer 100. Konfusion. Level 16 hat Smetbro schon. Ist langsam überlevelt, aber egal. Meine Pokémon bringen es nicht. Ach, sag das doch nicht zu deinem Pokémon. Und ein Trank mal wieder. Was haben wir hier? Sonderbomber. Und damit können wir das Level eines Pokémon erhöhen. Das nutzen wir aber erst, wenn wir in der Top 4 sind. Denn, dann ist es schwieriger, die Pokémon zu trainieren. Das heißt, man braucht viel länger, bis das Pokémon ein Level up kriegt. Jetzt hat es Level 15, da kann man es noch sehr gut trainieren. Aber später, wenn es so Level 50, 60 hat, dann ist es extrem schwierig oder langfristig, die Pokémon schnell hochzupimpen. Deswegen heben wir uns das Sonderbomben erst für den Schluss auf. Du erreichst Azura City, wenn du es durch diese Höhle schaffst. Mr. Käfersammler. Hallo, Raupi. Eieiei, wie viele Raupis musst du killen? Wie viele Saftkorns musst du in den Arsch ficken, Pikachu? Level 16.
Nur zu. Welches Level hat unser Tauburger eigentlich? Na, ist doch unterlevelt ein kleines bisschen. Setzen wir mal Tauburger ein. Windstoß. Da 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 Level 14. Ich hab verloren. Gut, diesen Bereich hätten wir auch erledigt. Hoi, Kleinstein. Pikachu ist gegen Kleinstein nutzlos, deswegen fliehe ich. Okay, das müsste... Moment, Fluchtseil. Das ist ein Fluchtseil, glaube ich, oder? Hehehe. Mega Gedächtnis. Gut. Eine Göre. Oder eine Pfadfinder, ich weiß es nicht. Ne, Göre müsste es sein. Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Und sie hat zwei. Ein Knuffenser und ein Myrapler, glaube ich. Ruckzuckhieb. Absorber. Eine ähnliche Attacke wie Blutsauger. Besser auf, dass Absorber eine Pflanzenattacke ist und die Blutsauger ist eine Käferattacke. So, Myrapler ist vom Typ Gift und Pflanze. Elektroattacken sind gegen Pflanzenattacken nicht sehr effektiv. Deswegen greife ich nur mit Ruckzuckhieb an. Eieiei, jetzt nervst du mich langsam. Yeah, Volltreffer, sehr schön. Jawohl, ganz wie ich sagte, Knuffenser und Myrapler. Da. Wachstum erhöht die Spezialangriffswert von Knuffenser. Oder in diesem Fall gibt es hier keinen Spezialangriffswert, deswegen nur die Spezial. Erst ab der zweiten, nee, ab der dritten, glaube ich, oder? Weißt du gar nicht. Ja, ab der dritten, glaube ich, gibt es Spezialangriff und Verteidigung. Oder? Nee, zweite, ich weiß es gar nicht. Ich glaube. Ja doch, jetzt glaube ich, zweite ist es. Ei, Pflanzenattacke, Rakenhieb. So, Pikachu hat sie alle gekillt. Nein, ich hab verloren. So. Zubat! Level 7. Wisst ihr was? Das lohnt sich gar nicht für Pikachu. 9 Level mehr. Hier ist noch eine Treppe. Ach ja, mit dem Fluchtseil habe ich vergessen. Damit können wir aus der Höhle fliehen. Wir drehen ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Moment, ich glaube, er hat einen Rettan und einen Zubat. Na, die Anzahl stimmt. Okay, Zubat ist schon mal richtig. Ich versuche zu erraten, welche Pokémon die Trainer haben. Welche Trainer die Pokémon haben. So, mal schauen. Und ist Rettan? Ja, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ja, leck mich fett. Ich kenne die Pokémon der Trainer alle auswendig. Leck mich am Arsch. Okay, fast alle. Oder alle? Ich weiß es gar nicht. Aber ich kenne schon ziemlich viele. Auswendig. Also ich will jetzt nicht damit angeben, ja, aber ich find's so lustig. Das hier ist TM1. Und das hier ist ein Äther. Gut, TM1 ist Mega Heap. Mehr müsst ihr nicht wissen. Mega Heap ist eine Normalattacke, die habe ich Glutexo früher immer beigebracht. Ja, wenn man das Spiel 1000 Mal durchspielt, dann kennt man schon die ganzen Sachen auswendig. Ist ja auch so, wenn man ein Buch 1000 Mal durchliest oder sag mal 20 Mal, dann kennt man es auch auswendig.
Noch ein Trainer. Das ist ein... Moment, Moment, Moment. Teenager.